Ja, ich habe auch ein schöner Beitrag war hier, ich kann ihn nochmal rausholen. Den fand ich auch sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend. Ne? Im besten Fall ist das Tool intuitiv bedienbar. Man muss nur die Leute dafür begeistern. Ne? Also ich finde halt immer ein ganz gutes Argument mit der modernen Technik ist, dass sie es uns eigentlich schuldig ist, dass sie selbsterklärend ist. Also das finde ich eigentlich ein relativ gutes Argument, auch das ein bisschen Richtung Produkthersteller zu verlagern, weil wer kauft sich ein Handy und liest jemals die Bedienungsanleitung? Wenn Also. es eine gibt, wenn es eine gibt, die werden ja ohne, du kriegst ja gar keine Bedienungsanleitung, weil es ja selbsterklärend ist. Also wann habt ihr das letzte Mal euer Smartphone irgendwie einrichten müssen? Es passiert vieles automatisch und es ist gelernt und es funktioniert immer gleich. Obwohl viele Leute natürlich auch im Apple Store stehen, jetzt überlege ich gerade, ne? Also gerade das Argument nochmal andersrum Ja, zu das, spielen. Das gibt ja schon ja. Leute, da gibt es ja Schulungsangebote, aber es ist kein, sag ich mal, Push-Prinzip. Sondern es ist eher ein Angebot, wenn du es nicht kannst, kannst du hier jederzeit kommen und, glaube ich, so einen Termin oder so buchen Ja, und dann Bedarf. erklärt dir das ein Bedarf, Ja, ne? beim Also Bedarf. das So, muss, also das schließt sich nicht aus, ne? wie, aber wie Jörn ja auch sagt, so, also ich habe jetzt das Problem, hier gucke ich mir das Video an. Ich komme jetzt mit meinem Apple iPhone nicht klar mit dem Kalender. Ich gehe jetzt in den Store und da ist jemand, der es mir erklärt. Passt. So, Arthur hat gerade geschrieben, nämlich, diese Philosophie funktioniert aber nur bei End-User-Tools. So, finde ich spannend, da hole ich dich direkt dazu. So, was Ja. meinst du damit? Warum funktioniert es nur bei End-User-Tools? Ja, also das war jetzt nur auf das ganz explizit, was du gesagt hast mit dem Intuitiv und dass man eigentlich mit Begeisterung das Tool dann sofort kann, würde ich jetzt bei Entwicklungsumgebungen oder so, oder wenn man sich neu irgendwie mit Linux beschäftigen muss, das ist halt nicht intuitiv, aber es kann trotzdem nützlich sein. Und das sind Themen, also da braucht es dann doch Lernen. Aber sonst ist es natürlich, was ihr vom Konzept beschreibt, so bin ich auch kein Freund von Schulungen Dann frage ich und andersrum. Hast du jemals eine Power BI-Bedienungsanleitung gelesen? ich habe also Bedienungsanleitungen nicht, aber ich habe gegoogelt und war auch mal bei Microsoft. Also meistens ist es halt doch YouTube oder irgendwelche Blogs. Aber ich bin auch schon, das gebe ich schon zu, dass ich auch in der offiziellen Microsoft-Dokumentation gelandet bin. Genau, Und meine ich, aber du bist erstmal, hast erstmal losgelegt und dann auf dem Weg dir dann ja. zusätzliches Wissen, um es besser bedienen zu können. Ne? Also es ist ja erstmal Genau. so intuitiv, dass man ja erstmal mit ein paar kleinen ersten Schritte, die dann da auftauchen, ja schon mal irgendwas machen kann. So. Also das meinte ich damit im Sinne von intuitiv geführtes Lernen auch. Also ich glaube, du Okay. kannst in den bisschen, bei bleiben wir bei so Business Intelligence Tools bisschen, glaube ich, brauchst du nicht jemanden, der dir erstmal zeigt, wie installierst du das, wie öffnest du das und wie malst du das erste Diagramm und wie kriegst du da Daten hoch? Das kannst du schon im Selbststudium, kannst du da schon Barchart hinkriegen, sind wir mal ehrlich. Geht. Ja, und Ja. ich glaube, das hat dann auch noch den Effekt, dass du das dadurch, dass du es dir selbst aneignest, viel, viel tiefer und viel, viel stärker verinnerlichst. Also hast einen ganz anderen, hast eine ganz andere Möglichkeit, das hinterher wieder zu reproduzieren und erneut anzuwenden, als wenn du das einmal gezeigt kriegst, das nachmachst oder nachtanzt und dann schnell wieder vergisst. Insofern, das hat, glaube ich, auch noch einen Riesenvorteil an der Stelle. Ich finde gerade dieses Nachtanzen, das, was du gerade sagst, das finde ich zum Beispiel so eine Katastrophe. Das kennt man von diesen Tool-Herstellern, dass du dann da irgendwie durch geführte Klick-Videos oder Zettel gehst, ja, klicken Sie hier, klicken Sie da, klicken Sie dort. Da lernst du natürlich in Wirklichkeit nichts bei. Ja. Dann sind die Daten immer perfekt vorbereitet, dass das immer alles super gut funktioniert. Dann machst du es das erste Mal zu Hause alleine und dann merkst du, so einfach ist es dann doch wieder nicht. Also genau, du musst es schon irgendwie einmal für dich machen und in Ruhe machen. Ich glaube, und sonst ist der Lerneffekt sehr, sehr gering. Aber das selber machen steigert schon extrem den Lerneffekt. Also wenn mir irgendeiner was erzählt, dann habe ich das wahrscheinlich 3 Wochen später wieder vergessen. Aber wenn ich es einmal gemacht habe, dann behalte ich das eben doch entsprechend lang. Ne? Und dann Kontinuität mit reinzubringen im Machen, im Doing, ist dann sicherlich nochmal weiter nochmal fördernd. Ne? Ich habe Ja, immer aber so ein. ich glaube, das Problem ist doch immer wieder dasselbe, es ist die kurze Zeit, ne? Also es ist doch, wir reden doch eigentlich immer wieder darüber, man kann es nicht nur einmal machen, man muss es halt immer und immer und immer wieder machen und auch anwenden, ne? Weil ich glaube, nur ein bisschen durch dieses Nachklicken und ich male das nach und ich mache das nach. Also ich merke das ja ganz, ganz oft, wenn Olli oder ich halt einen Vortrag halten zum Thema Visualisierung und zeigen dann, so muss ein Dashboard aufgebaut sein, so muss es gemacht sein, etc. Ne? Ich glaube, so wie wir den Vortrag machen, es ist jedem einleuchtend, was wir tun,
was wir machen. Es ist, glaube ich, für jeden verständlich. Es ist auch in sich logisch. So. Aber es dann nachher auch wirklich umzusetzen, anzuwenden, wo die Leute vor dem weißen Blatt Papier sitzen, ist ja immer wieder das große Problem.